Varus. Aufnahme starten. Du kannst auch Djinn spielen, das ist auch insane mit Xerath. Oder Varus. MF. MF ist auch Xerath. Varus MF habe ich heute beide. Xerath, ich carry solo. Wollten wir das erste Game nicht tryen? Wir sind nicht First Pick, ne? Beim Ezreal, oder? Bomba Vladimir, Alter. War das? Aufnahme. Die bannen schon Caden, da würde ich auch Ezreal bannen. Ja, bannst du erst Ezreal, auf jeden Fall. Aber den Vladimir, den würde ich rausnehmen, Alter. Könnte ja sein, dass die Johnny Vladimir wegbannen. Alter, hab ich den Joke verpasst, oder? Der Joke, Kevin? Der Joke, ja. Das ist dein Auto. Alter. Jetzt hab ich's dir gegeben. Wie viel bist du gefahren? Was, wie viel? 100 Kilometer hab ich schon fast. Und wie lange muss man so ein Auto einfahren? 1000, circa. Was heißt denn einfahren? Nicht zu schnell und so. Nicht so höher als 4000 drehen, zum Beispiel nicht schneller als 140 und so was. Hey, Johnny ist outbound. Jo. Hey, dann ist der erste Gallio-Bahn. Was machen wir jetzt? Vladimir. Achso, haben wir schon. Ezreal. 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 Wollen wir so eine richtig eklige Pokecom spielen? Ich bin Pantheon. Pokecom. Ich spiel Pantheon. Ult Poke. Bist du nicht auf dem Jace? Ja, sicher sehe ich mich auf dem Jace. Ja geil, da spielen wir Jace, Varus, Xerath, Zoe und was spielt Unlucky? Ja, nicht erstes Game. Ja geil. Nicht erstes Niederli so. LOL. What? Ja, dann let's go, pick nieder. Abfahrt. Ja, warte, wir müssen erstmal bannen. Nicht jetzt nieder bannen, ne? Achso. Ja, ich bann was bannen wir noch? Wenn ich Ohren spiele, wollen wir Ohren bannen, oder? Komm mal. Ohren sollte man bannen, ja. Buff worden, fairerweise, ne? Jo, das war ja... Der Counter unser Pokémon. Der war ja auch schwach. Der war ziemlich weak. Der muss erstmal ein bisschen, ne? Ein bisschen an den Stellschrauben nach oben. Poke. Malzahn und Galio, Alter. Da wird mir aber der ganze Spielspaß genommen. Siehst du dich da immer noch auf den Jace? Gegen Shen? Geht. Was mit der Nidalee? Wollen wir die jetzt erstmal picken? Was ist der? Ich pick da selber noch. Ja, ich weiß. Oder wollen wir jetzt schon Xerath picken und baiten, dass Mitte ist? Ja, können wir machen. Xerath nieder? Das wird eine richtige delicious Combo, Alter. Oder wir werden komplett aus dem Maul kriegen. Komm, mach rein damit, Nida. Gib dir nicht so viel Zeit. Mal wieder eine Runde. Was spiele ich denn? Also ich darf so wenig im ersten. Nee. Würde ich. Also, keine Ahnung, ich finde halt, das ist übelste Game. So, was, wenn wir jetzt im ersten Game merken, die sind voll nice und du halt mit so wenig gebacken bekommst und dann liegen wir 0-1 hinten. That is well true. Da will ich schon mal die Hand. Wir haben einfach Morgana oder sowas. Schon Poke. Gönn ja, wäre auch geil. Talia, wenn Talia nicht spielt. Oh, Orakan Xayah geht. Alter, ich krieg so den Arsch aufgerissen. Fuck, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Oh Gott, wir sind so. Oh, wir hatten Xayah, er kann sogar picken, komm. Ah. Wir bannen auf jeden Fall den Zau gleich raus. Wenn die Xayah picken. Oh Mann, wir kriegen zu. Ich weiß halt nur noch Xayah bitte spielen. Kann Johnny Xayah bitte? Jo. Ja, wollt ihr. Ja, dann kann man im Notfall. Gibt's noch irgendwas, womit ihr jetzt die Lane nicht intet? Wir können ja trotzdem Xerath, Varus picken und poken. Das würde halt ja, das passt schon. Ich wäre aber super safe. Ich weiß ja, wie man dagegen okay, spielt. Okay, aber was pick ich denn dann jetzt? Du kannst. Mir Varus ja, Varus kannst du picken. Ja, am besten Ace. Also, dann müssen wir halt einfach outplayen. Okay, dann waren wir jetzt erstmal den Xen weg, ne? Ja. Egal, wir machen das. Spirit. Da picken sie direkt mir den Shen weg, ey. Nur weil ich Shen-Main bin. Okay. Ja, wir können Orianna bannen, wenn ich für Morgana blind gehen soll. Oh, auf jeden Fall noch ein bisschen in Disengage, CC, Frontline, irgendwas in der Richtung, ne? Gut, wir wollten das Ganze jetzt noch mit Jace Morgana komplettieren. Ja, oder wir überrennen die einfach, das würde natürlich auch gehen. Warte mal, dann bann jetzt mal nicht Orianna, sonst habe ich ja keinen Backup-Champ mehr. Ja, Orianna wäre doch eh scheiße, oder? Bann mal Cassio. Ist ja richtig oldschool hier. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getargetbannt wurde. Das ist 10 Jahre her. So. Jetzt was sollen wir für Last Pick offen lassen? Ich würde Mitte für Last Pick lassen, auf jeden Fall, oder? Ja. Oder dann für Top Lane? Wollt ihr nicht Ori wegpicken? Ori würde ich eigentlich auch picken. Wollen wir Ori picken, ja?
Warum wollt ihr Ori picken? Also picken die ja, nee, dann pick, pick was sag anderes. Sag jetzt an, sag an. Dann, Morgana? Jax. Achso. Jax? Ja. Okay. Und noch ein bisschen Scaling, ein bisschen Sidemen, ist auch nicht schlecht. Ja. 4 gegen 4 Poke forcen können, auch geil. Geil! Ja. Ich hab gerade auch wirklich einmal Pokvarus wieder gepracticed. Das macht schon auf jeden Fall wieder net Damage. Was gehst du für eine Mastery? Ich hab Komet ausprobiert, das hat ganz gut geklappt. Ja, ich finde auch Komet, das ist insane. Und dieses Mana Flowband gibt dir halt so viel Mana wieder, das ist lächerlich. Und die haben ein bisschen Damage jetzt noch für ein Engage. Ahne Mini. Die haben Annie? Hm. Alter, ja, was du für ein. Kannst du nicht einfach Morgana Mitte spielen und dann gängt dir die Annie aus dem Leben? Ja, ich überlege halt, ob wir Syndra nehmen und ich dann über den Timbers wegwerfe. Syndra geht auch. Ich kann halt echt einfach den Timbers nehmen und wegschmeißen. Stirbst du nicht davor? Ja gut, also wenn die auf mich engage, dann schmeiß ich nix weg, mein Junge. Ah, hä? Oh. Annie Top Wave. Annie Jungle. Oder die haben die Champs nicht, oder ist es Remake? Ich hab Morgana, muss ich sagen. Hm. Ja, es. Dann war, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen HCC. Wenn dein Q trifft, dann haben wir automatisch einen Kill eigentlich mit unserem Follow-up. Wir haben ja, ein bisschen Protection gegen den Engage. Morgana? Ja, ich glaube auch. Es ging Aria halt nicht so das geile Matchup, aber das ist leider. Ach, machst du schon. Muss man nochmal durch. Oh shit, ich muss ja Runen machen. Dollar? Na klar, haben wir irgendein cooles Skin-Kombo? Ich hab alles. Ich hab keinen einzigen. Super Galaxy. Dann nehme ich Darkstar. Ja, warum haben die, warum sind die dodgen erst nach unserem Nastpick gedodged und nicht davor? Voll keine Ahnung. Annie ist Drexel, okay. Was ist, wenn wir Annie zu Mitte spielen wollten? Ja. Nee, aber oh, was war das? Die loggen Annie. Nee, nee, einer hat mir geschrieben, ich hab's noch nicht gesehen, sorry. Okay. Johnny. Okay, Annie ist Drexel. Bleiben wir trotzdem bei Morgana? Was wäre die Alternative jetzt gewesen? Syndra wäre jetzt nicht irgendwie krasser, oder? Bist sogar noch anfälliger beim Gank. Die Leute im Chat denken, dass Brücki gegen uns spielt. Was ist denn das? Ja, Syndra. Warte mal, Annie, Urgot, Taric, gut. Irelia und Sion. Ich werde das nicht starten. Ja, aber gesichert ist das. Nee, mach das mal nicht. Mach das mal nicht. Mein Penis. Schreib Luther. Oder mal schreib Luther. Ah. Lucian. Fuck. Was kann man mit A machen? Nee, das muss A Luther mit Ende, am A Ende. Das geht doch. Jetzt mach ja einfach. Luther. Ja. Luther. Jetzt kommt H. Pass aber auf, dass du nichts bannst, was die spielen wollen. Was war jetzt Annie nochmal? Rek'Sai. Taric? Von Taric? Ah ne, pick erstmal, pick. Ah ne, nein, nein. Einmal. Das war jetzt close. Taric. Jetzt Udyr. Jetzt erstmal picken. Und dann am Ende Udyr und Lucian. Alter, das achso, Leute, das war jetzt nur ein kleiner. Ich weiß, ich bin eine fucking Aufnahme da gestartet. Oh. Ja, weil 7 Minuten wasted waren, das ist. Ja, die 7 Minuten könnt ihr aber bei mir nachholen, Jungs. Könnt ihr machen. Warte mal, was hatte ich? Jax. Die Command-Phase war schon mal, wir machen es nur normal und. Ich wundere wegen den Fans. No Troll. Du. Ist das jetzt wirklich No Way und so, oder was? Die meint mal, sie machen mit, als ob sich No Way einen Platin 5 Smurf hat, im Summoners in Dings. Ich weiß nicht, was Franz da wieder organisiert hat, Alter. Ja, dann soll er sagen, wenn er das ja, das wäre übelst unlustig, wenn er es uns nicht sagt und wir die jetzt so nicht ernst nehmen. Ja, wir nehmen die so oder so ernst. Aber das sind die nicht. Also, da, Anarchie hat schon recht. Und außerdem, die haben hier so Accounts, 700 Games, Platin 5 zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Smurf in dem Keller da hat. Nichts für ungut, meine lieben Zuschauer. Aber ich glaub, das sind wir sind ja hier die Elite der Elite. Ja, ich glaube, ja, meine Account-Sharing würde ich niemals on-stream machen. Das würde ich niemals wirklich drei. Wir uns niemals einen Smurf für 20 Euro auf mmoga.com kaufen. Udyr? Udyr Bann. Link ist in der Beschreibung. Und dann noch Lucian am Ende. Kutschers Link ist in Johnnys Beschreibung. Ist einfach wahrscheinlich Power of Evil, Alter. Mit seinen Brüdern, Alter. Luther. Was ist denn anders angezeigt bei ihm? Oh, cool. Oh mein Gott, bei dem wird's von links nach rechts angezeigt. Scheiße. Dumm. Ah, vielleicht scheiße, trotzdem welche. Hoffentlich.
Also, Kutscher, soll ich Full Poke-Bild gehen? Ja, oder? Poke. Schön, Traktar, Ghostblade, delicious. L-U-T-H-A-R. Da steht Achtul. Ah, Alter, der Karma Edits schreibt auch im Chat, ich weiß, wer die sind. Und das ist der Cutter von No Way. Ja, selbst wenn, bumsen wir trotzdem weg. Oh, haben wir unsere schöne Winning-Streak, Alter. Hä, hey, was rollst du denn jetzt so rum? Ja, da hätte ich gestern noch gespielt. Die machen wir auch so kaputt. Das wird ein Kinderspiel. Ja, sind die anderen dann? Keine Ahnung. Oder die trollen halt. Nee, ich glaube nicht dat. Ist oder? Egal, das sind einfach irgendwelche Spieler, die wir komplett aus dem Leben knallen werden, okay? No Way ist auf jeden Fall auch im Stream. Als Zuschauer. Wir knallen sie kaputt. Egal, Titel ist, also jetzt schon mal klar bei mir im Video, ist das No Way? Fragezeichen. Du bist auch aus Boston jetzt. Hey, for random. Jo, I love it. Grüße aus Nordkorea. Kappa HD. Ja, das kriegen wir hin, Jungs. Ich sehe uns da eigentlich. Xara, Khan ist zwar ein bisschen ekelhaft und wir sterben instant, wenn die uns gut engagen, aber dann müssen wir halt engagen. Und unser Poke ist halt insane so. Ne? Das ganze Game würde mal sein, wir poken, die versuchen zu engagen und wir disengagen das einfach klug mit Varus Morgana Ult. Sehr richtig. Und wenn wir da ein CC treffen, ne, da ist da halt offen Holland bei denen. Ich meine, da kommt doch ein Xerath E, Morgana Q, Varus Ultimate, das ist das ein Das wird halt echt Game. Lecker. Wir müssen, genau, wichtig wird, dass wir den Knaller einfach zuerst zünden. Oh, guck mal, wir sind richtig Rakan schön halt von den Skins her. Da können Rakan halt komplett easy catchen. Norway ist übrigens in-game mit seinem Main. Na, Gott bless. Jetzt hat er auch noch einen bezahlt, der da gleichzeitig spielt. Ne? Der Junge übertreibt völlig. Der übertreibt völlig. Am Austicken ist der. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, bis gleich. Apropos koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Boah, Junge, erstmal ein bisschen Kaffee mit Wasser mischen. Was? Da. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Alter, fucking Tempo auf Xayah? Das ist übel gut. Ja? Achso, nee, das nicht. Ich wollte gerade sagen. Das andere, wie heißt das? Gott, Bless ist ja nicht da. Alter, achso. Standard-Skin auf Xerath, bist du eigentlich komplett debatt. Fucking. Ist alles schön blau, ist doch gut. Fucking Herkes Beste spielt mit Eri Rakan. Ich krieg Cox in den Arsch, Leute. Drei Stück auf einmal. Und die werden die ganze Zeit geturnt, sodass es richtig wehtut. Oh, geil. Richtig schön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie geht's? Ficken. Oh, damit ist die Monetarisierung schon mal am Arsch. Perfekt. Das genau da, wo der Schwanz. Wow! Position bitte, ne? Ficken, Puff, Schlampen. Alter! Und damit herzlich willkommen zurück zur alten Runde. Wiki-Fick-Scheiße. Genau. Hitler. Alter! Oh, lol. Also nochmal zwei Kanal. Also, ich hab hier gebaitet für ein Raid. Okay, Gameplan. So, wie machen wir, wie sieht's Early Game aus? Welche Lane hat Pleasure? Also, Midlane ist auf jeden Fall machbar so. Da kriegen wir auch was hin. Press Detection? Was ist das denn? Ja, das sind ja gar nicht schlecht. Das sind ja alle Masteries so bei denen. Also, Bot, der Status to Blue. Ja. Brauchst du viel Hilfe? Electrocute Ari ist gar nicht schlecht, das ist ja gut. Okay. War das Botlane halt, ich kann auch Ramp up starten, wenn ihr. Boah, wenn wir Botlane Early Pressure kriegen, könnten wir ja schon sweet, oder? Schon so viel Combo, ja. Kevin, kannst du Ramp up E pullen? Oh. Also auf Level 1 auf, ne? Ja. E-Pull. Na gut. Ich check gleich Enemy Raptoren. Wenn sie uns schießen, so, dann musst du den Varrakan W-flashen. Auf jeden Fall. Ja. Krieg mal hin, Tim. Krieg mal hin. Perfekt. Ich geh Enemy Raptoren checken dann. 1,30. Der hat Fleet Footwork, die Dings da, ja. Ari nimmt ganz vorne die Wave. Doran's Shield, das ist eine Pussy. Gut, gegen unser Team. Kann ich ihr nicht übel nehmen. Okay, Rek'Sai startet Topside, glaube ich. Ja, Rek'Sai war unten. Xayah ist, glaube ich, Bang, schreibt einer im Chat. Jo, Mitch ist auch Faker. Danke. Kann ich bestätigen bis jetzt. Eieiei. Lass mal versuchen, den Push zu kriegen. Weißt du, was der ultimative Tilter wäre? Sola? Los. Wenn man die CS-Anzeige pingen könnte. Oh. Ja, gerade für Johnny, Alter. Dass ich eingeführt wurde. Übrigens würde ich sagen, ich in den letzten Kills war es immer so rum war. Alter, was sind das? Was hab ich hier gerade für FPS-Drops? Ja, hab ich auch jedes Game zur Zeit. Yo, same, Alter. Ich bin gerade übel low gedroppt. Also bei mir ist das nicht. Habt ihr Windows-Update gemacht? Ja. Jo, dann RIP. Hab richtig lange gebraucht, um das zu... Hä, hey, aber das ist doch, wir spielen doch gar nicht im Vorbild-Modus. Alter. Ja, ist egal, trotzdem. Press Attack ist ja OP.
Ich kann nicht, Alter, ich krieg FPS-Einbrüche. Ja, du hast, auf 20. Ja, du musst den Launcher wieder anschließen. Und Vollbild-Kompatibilität muss man. Das hab ich schon alles. Den Launcher habe ich zu, das Kompatibilität-Dings habe ich nicht. Kannst du flashen? Okay, ja, ich flashen. Rex hier kann unten sein, pass auf. Ach, da war ich ein bisschen unvorsichtig gerade. Ja. Wir haben Ignite raus, ne? Aber du hast Hex dich vielleicht. Ja. Gehört, ne? Rex hier unten. Go. Ja, ja, wir müssen aufpassen. Gut, das ist. Bist du safe mit unten? Kann ich oben spielen die Lane? Ja, ne? Ja, du kannst ja super safe den Kutscher eigentlich, ne? Und ich stelle einfach auch nur außerhalb von Raging Edge zu werden. Jetzt hier Topside. Nur einmal ein Auto-Tick checken. Topside. Free-Sticks haben wir Botlane aber auch ganz gutes Potenzial auf die Xayah, ne? Mit deinem E. Ah, du hast kein Flash mehr. Wobei, so ein schöner Hex-Flash. Wurde Rex schon irgendwie gespottet? Weil. Level 3 irgendwo, ja. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Die Binded? Oh, er hat noch 2 Sekunden, ja. Also, gerade habe ich sie gebindet. Nein! Anzeige ist aus. Ich hab irgendwo XP von dem Was? Rakan ist Mist gerade. Der ist River irgendwo gelaufen. Passt mal auf. Ich baite, Achtung. Habt ihr gehört, ihr Bitches? Ja. Die Pi raus oben. Achtung. Oh, shit. Rakan immer noch Mist. Der ist Mitte, safe. Jo, Dings ist Mitte. Ah, ich bin tot. Ah, sorry. Ich dachte, ich könnte baiten, aber das macht nicht so viel Sinn. Bin hier wechseln. Oh, Rakan Mitte. Alter, das ist fucking shit. Musste flashen. Oh, die roam echt extrem viel. Wechsel ist auch geflasht. Ah, sorry, das war mein Bad. Sofa kann mich wahrscheinlich gleich kommen mit Wechsel und ja. Oh, hast du noch gekommen? Meine Wave habe ich Dirk. Ari ist übrigens auch geflasht. Okay, dann. Ja. Ich habe schon mit dem neuen Windows Update gespielt gestern. Dann weiß ich auch nicht. Geh mal gerade hier, Ward. Hast du Ward, Sola? Mhm. Hat kein Flash. Try is clean auf der Botlane. Geh Base erstmal. Muss resetten. Können jetzt Base gehen, aber eigentlich haben wir ja die Pressure gerade unten. Was hast du da gepinkt? Nee, nur dass ich dir da gewardet hab. Okay. Na. Hier ist ein Blutwinget. Wo kommt denn das Blutwinget her? Ja. Klepto. Hä? Aber wer? Nein. Nee, das ist Zombie-Ward. Ah, lol. Hier oben ist auch ich einer. Hab kein Ward, wir müssen nicht aufpassen. 5 Sekunden hab ich. Geh mal hier kurz. Wie ist das mit Hextech, ne? Wenn du in Fight kommst, ist es erstmal 10 Sekunden auf Cooldown. Irgendwie ja, so rum war das, ne? Benutzen. Also, in Fight kannst du es gar nicht benutzen. Weiß ich nicht, also wer lässt mich das da channeln? Aber wird nächste Wave Level 6. Das soll Level 6 vorher noch kommen. Na, no, müssen wir nicht, glaube ich. Schnell ist Level 6. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich kann die Baiten, immer noch ziemlich low. Das heißt, Flex der Top ist. Ja, kann gut sein. Ari moved Bot. Ari moved Bot. Fuck. Naja, der hat hier gewardet, aber der moved trotzdem Bot. Ja. Sollte fein sein, oder? Xayah ist nicht da, kann ich fighten. Ari immer noch hier. Kannst du moven, Johnny? Wenn, dann würden wir das sogar ziemlich hart gewinnen. Ja, ich bin aber jetzt zu spät, glaube ich. Okay. Alter, ich das wieder ist insane, dieser Champ. Ari hat halt gerade Level 6, deswegen kann ich die Wave nicht kommen. Xayah ist mega low, die muss eigentlich jetzt Base. Was macht Chen so stark? Hä? Was macht Chen so stark? Ari engaged mich. Das hat richtig Kannst du runtermoven? Ja, wir sind Base, Xayah ist auch Base, Rakan ist gerade noch die Wave am tanken. Wird aber auch gleich Base gehen. Oh, pfff. Rexel, Topside, Jungle. Ari hat keine Ult, kein Flash. Ich bin based. Kannst du ihn canceln noch? Nee.
Bottle ist wieder da. DSBF, also wenn wir jetzt CC, dann sind wir instanted. Ich hab noch eine Stopwatch dafür. Ich hab auch exhaust ab. Ich glaube, wir sollten fast versuchen, den Rakan zu bursten, oder? Wenn die all-in gehen. Gucken. Wir haben echt ziemlich viel Single-Target-Burst. Sollten wir so weit runterpocken, dass sie nicht all-in können. Ja, natürlich, das perfekt. Rakan ist jetzt ein bisschen, ne? Vorsicht. Rexer und Ari wahrscheinlich jetzt im Blue gleich. Okay, Rakan ist da. Denke ich auch. Die haben, die Zeit hat 3 Puts dabei. Ari hat 40 wiederholt. Du bist schon, hat schon down. Wo kommen denn die 9 CS her, Kutscher? Ich weiß es nicht. Rakan am Inferno. Ich bin 6, komm. Unterwegs. Brauch ein bisschen, aber ich move auch. Bin auch Rakan da. Rakan ist jetzt hier. Flash und Heal raus. Oh, Flash raus leider. Nee, ich hab ein bisschen viel Damage gekriegt. Können wir da unten drauf? Ja, ja. Die hat kein Flash-Team, das ist Level 5. Ah, nee, ist Level 6 geworden, gerade steht. Ne, dann nicht, dann können wir da nicht machen. Dann machen wir eine Pink. Ari hat jetzt, sechs, Ari hat jetzt wieder gepusht. Ari hat einen Pink hier. Ja, die haben auch noch einen Pink im Pixel. Hier ist Dings. Bäh. Oh fuck, ich glaube ich bin tot, Digga. Ja. Rexa ist hier. Lass mal gucken, ist jetzt nicht da, die wollen uns Level 6 da, denke ich fast schon. Shen hat Ult, Ari moved auch, super schwer, ja, ja, ja. Das ist zu Counterplay. Hat er nicht? Der hat Alter, kannst du denn, dass der Rex einfach Max ist? Ah, wäre lustig. Das könnte wirklich sein, Gold 5. Ja, dann lassen wir jetzt extra anstrengen. Das könnte aber wirklich sein. Wäre witzig. Alter! Ja, sie wahrscheinlich Max und sie haben jetzt Leute dann geholt. Ja, das ist locker ja. Max mit Power of Evil und so. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist doch egal, lass einfach spielen. Wir bumsen einfach weg. Bot ist Mist gerade, keine Ahnung wo die sind. Keine Sau Mist. Dang, ich hab gleich Ulti. Ich hätte jetzt Ulti. Ja, können wir unten was machen? Ich wäre auch da. Lass probieren, ja. Es fühlt sich so stotterig an, obwohl ich 100 FPS hab. Rexer könnte Bot sein. Ja, wenn, dann müssen wir jetzt einen Play machen, sonst nimmt die Ari sofort. Ja, geht nicht wirklich, ne? Und die hat auch keine Ult, also so dangerous ist die nicht. Deine Ult kriegt der auch gerade. Also Shield hier. Auf okay. Den. Das ist der einzige, der bursten ja, ja, kann. Ja. Ah, gut, das ist nicht in Range. Jetzt? Ich kann die gerade nicht canceln, schön Ulti. Hammer. Nice, good job. Midlane. Ne, Midlane kann ich nicht treffen. Die hat noch Ult, ne? Die hat noch Ult. Oh, nevermind, Midlane down. Oh. Lass den Turtle, lass den Turtle botteln. Das Mitte ist eh schon down. Ja, aber trotzdem, ne? Ja. Oh, wir müssen, sonst nehmen wir vielleicht die 2, wenn nicht Base gehen, oder? Ich push ihn weiter, Ari. Sieht aus, als wenn sie Mitte kommen. Oh, zu mir. Ja, die kommen wahrscheinlich. Die hat keine top, Ult, die hat aber Double Buff und Rexa ist auch dabei. Ja, die kommt top. Unlucky sofort Base und vielleicht. Na, wobei, das wird nichts mehr mit top, ne? Ich renne. Nicht. Ja, aber wir haben kein Flash. Mal. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht gerade. Aber wenn du stayst, ich glaube, so schnell kriegen die den Turret nicht, oder? Ich meinst du? Ja. Also ich bewege mich Richtung Top. Wollen wir swappen, oder? Ja. Den können wir gut poken, den. Okay, ne Moment. 10 Minuten Infernal. Oh Mann, ey. Den Second Inferno sollten wir contesten später, glaube ich. Ja. Das wäre mir gut outscaled. Jo, das stimmt. Also hätte ich so einfach, ne? Die Ari ist recht über beide One-Fat. Jo. Kann mich mit einer Combo richtig easy one-shotten. Botlane, Xayah, dürfte noch keine Sums haben. Hier müsste jetzt gleich wieder ready sein, Flash ist auf jeden Fall noch auf Cooldown. Bist du da? Ja. Mark hat auch nicht mehr so was. Lass mal move, Kutscher, lass mal move. Wie kommt's zu euch? Oh, ne, wir meinen nochmal fast. Sehr gut, oder? Jo, können wir noch? Dann lass doch mal pushen. 2 Sekunden auf Snare. Unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs.
4 Sekunden auf Snare. Das ist gut. Ich komm hoch, oder? Bridge ist weg unten. Kriegst du ihn gesnared? Top-Lane ist half, okay. Ja. Passt. Also wir können jetzt mit einer Top-Rotation den Turret nehmen. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist der Dings. Rexel war top. Aber der ist ziemlich squishy. Der ist ziemlich squishy. So ein klassischer Hop-Bild. Tiamat into... Ja, das ist Max. Das, allein Herk ist das Beste. So, das Insider reicht keiner außer Max. Wir müssen jetzt dann rotieren. Kriegst du den Arm? Den Bot. Achso, oh, sorry. Unser ist gleich ab, den können wir contesten, weil wir müssen eh Bot zeigen. Die gehen rotieren. Ari könnte auch noch irgendwo sein. Könnte theoretisch gleich hier hin tippen. Hm. Ich könnte Rexer vielleicht holen. Rexer hier. Kriegen wir den? Kommen wir so, oder? Waren wir da? Rexer moved auch top. Oh, nice. Ja, aber können wir trotzdem hier? Oh, ich bin boosted as fuck. What the fuck? Keine Ult? Nee. 35. What the fuck war das, nee, Alter? Der hat keine Ahnung. Missklick as fuck. Missklick des Todes. Shit. Push mit. Oh, oder ich push. Ari war top, hat keine Really? Mehr. Alter, wie einfach kein Spell. Oh mein Gott, ich bin so bad gerade. Renn, Kutscher. Ich hab kein Spell, Backshield. Wie gesagt, Xayah, ja keine Mana. Wieso hab ich denn doch die Stopwatch gedrückt, Alter? What the fuck? Willst du das fighten, oder was? Ja, oh, der bei uns umlauert, damit. Sorry, gemoved, ja. Ich hab grad meinen Raktar-Spike. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen. Na, die Ari ist halt so dick, ist ein bisschen das Problem. Die können jetzt, glaube ich, aktuell sind sie schon in der Lage reinzugehen, oder? Was meint ihr? Sollen wir vielleicht einfach anfangen zu groupen und zu poken? Also, ich mach schon respektablen Damage. Ja, meiner ist auch fein. Wir können halt, wir sollten jetzt hier Nash halt irgendwie, Drake Vision aufbauen und dann da versuchen zu poken. Teamfight-mäßig ist Shen auf jeden Fall. Uff. Ja, aber wie kannst du ihn halten aktuell? Wenn ich Strifehouse hab. Brauch halt Level, ich brauch Level, Farm, Items. Ja, nämlich mit dem Combo halt One-Shot fast. Jetzt hat die Frage, Contest in den Fall, dann müssen wir halt bereit sein, 4 gegen 4, 5 gegen 5 einzugehen. Das ist die Frage, ob wir das aktuell gewinnen können. So. Ne, wir können halt poken, ne? Wenn wir. Ja, aber die haben halt schon. Vision haben, aktuell, haben die schon die, aktuell haben die, denke ich, schon die Mittel, um einfach den Knaller zu zünden. Hält ja davon ab, wie lange wir die Poke-Phase halt halten können, so, ne? Ja, und hier first rotaten. Und, Rexa ist hier gerade, ich muss mal weg. Ich will auch jetzt schon ein Tank-Item. Fuck it, Alter. Ja, wir müssen Drake abgeben. Vielleicht krieg ich Top. Sollen wir hier engagen einfach mit oder willst du Top versuchen? Nehmen wir noch schnell Ulti. Lass mal Top versuchen. Jo. Kein Flash, kein Ulti. Bin ich da. Der Null. Können wir da fighten? Ja, können wir. Oh, die der Damage. Ach, fuck it, ey. Hast du Binding? Wann? Ja, ein Stoll. Durch. Können wir Herald nehmen oder sowas? können wir Herald nehmen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Schließt er doch nicht. Wir wahrscheinlich gerade den Drake, ja. Solo XP. Ja, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass Kevin, wann glaubst du, kannst du Split Push technisch mithalten oder so gut gegenhalten? Wie bitte? Minute 40. Okay, also stallen. So wie wir Heinz sind, ja. Später werde ich halt ziemlich hart abfallen. Ich bin jetzt, also jetzt aktuell würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall noch nützlicher als Xayah bin, aber es wird sich stark ändern. Poke technisch bin ich also. Ich glaube, Teamfight technisch bin ich auch more useful als Rek'Sai, aber. Ich glaube, ich werde halt übel krass All-In von Ari und Rakan. Ja, das Ding ist halt, das müssen wir halt einfach jetzt outplayen. So. Also ich meine, bis zur 40. Minute nichts machen, wird halt auch nicht laufen. Ja, ja, klar. Ja, muss ja, halt deswegen nur gucken, ob wir jetzt einfach gucken und pocken, weil die haben halt mit Rexa Ari, ja, mit 5 Champs eigentlich ganz gut engaged und follow-upen können. Ari ist ja, ich glaube trotzdem, dass das Guten so der Way keiner kann halt Ari facen, die ist so insane fett. Ja, wir müssen versuchen, Catches zu kriegen mit More Q, Serat E. Meine Ult. Ich hab noch 10 Ult. Wir haben 3 Sekunden, naja, lass mal hier um die. Für die Pinkwart. Kann sein, dass sie roamt. Eine muss halt hoch. Wollen wir auf die Ari collapsen vielleicht? Ja, ich gehe da hoch, aber mit Channel könnte ich mich.
Der hat noch nicht handelt. Nee? Noch 5 Sekunden mindestens. Okay. Hört sich irgendwie so hart. Ken rotiert gerade Richtung Mitte, wir können ja bitte einfach Wave clearen. Ja, ich kann das Top-Line eigentlich auch Wave clearen, die rotiert halt nur immer. Wir müssen erstes. Mal unseren ganzen Jungle clearen. Wir haben Übervision. Die move alle, pass auf, nicht fighten. Ich hab 30 STP. Ja, ich bin einfach safe und poken weiter. Ja, aber jetzt Top-Line nicht nur Poke treffen, dann müssen wir leider Sachen aufgeben. Ja, Top-Line müssen wir glaube ich jetzt, oder? Können wir das Wave clearen? Ja. Kannst du eigentlich versuchen halt zu diven? Mit Rek'Sai oder sowas. Ja, das sollten wir aber spielen können dann. Aber mit Varus und Morgana Ult ist echt nicht easy zu diven. Die haben da. Die einzige Gefahr, die wir jetzt haben, ist halt deren roher Schaden. Gerade Ahri ist halt. Puh. Ich glaub, ein Target CC ist halt instant weg. Die werden Herald gehen gerade. Jo. Aber ich kann da auch nicht. Bin. Okay, nevermind, die war noch hier. Pass auf, rum. Ja, die werden Top-Lane T2 jetzt sehen. Kann sein, dass die direkt den Herald zünden werden. Das haben die Gius Ariolt, ne? Hm, Ariolt. Rakan hat nicht geultet. Oh, nice Spear. Okay, Rakan hier gerade. Die haben jetzt Mitte, glaube ich, noch eine Wave. Ist auch gleich nochmal Base. Ich habe in 400 Gold ansonsten meinen Ghost. Keine Wards. Ja, ich müsste Base für neue Wards, aber die haben auch überall Pings. Also wir müssen irgendwann mal irgendwie einen Timing finden. Vergiss nicht den Sweeper. Wo die Pings klingen können. Ja, ich war halt, glaube ich, bis dahin nicht Base. Gold. Ja, bald überall fucking Wards, holy moly. Achtung, hier, Vorsicht, die collapsen nicht. Ah, sieht nicht so aus. Das ist ja ein bisschen Vision nur heute, oder? Ich push Bot kurz raus. Boah, 250 Gold brauche ich. Die beide Büsche. Ja, wir sollten einfach weiter, also Kevin weiter auspushen und wir laufen zu viel zusammen, gucken, ob wir Single-Target-Catches finden, ziehen uns zurück, wenn die engagen wollen und spielen das Spiel einfach so weiter und schauen, was geht. Unsere Ausgangssituation ist jetzt nicht gerade die beste, aber... Ist auf jeden Fall noch machbar, also wenn die das jetzt nicht super clean spielen. Wie bitte? Wenn die das nicht super clean spielen, ist das auf jeden Fall noch machbar. No. Auf jeden Fall Nash, Ward. Kann sein, dass sie ihn rushen gerade. Kannst du stayen? Problem ist, unsere Teamcom ist halt ja, keiner kann Face checken. Jo. Ja, die ist halt schon. Ich hab jetzt die Ghost so. Wir haben also ziemlich Müll gepickt, aber ist halt. Müssen wir jetzt mitnehmen. Schöner Spot. Okay, ja, können wir da die Zugänge? Okay, Ahri top. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht. Können wir hier noch einen Ping, damit wir den Zugang haben? Hier eine Wave-Bot, dann move ich. Also mein Pink ist raus, der steht hier. Ich kann versuchen, die Ahri zu catchen. Ich bin jetzt around Nash gerade. Komm, mein Bot ist ausgepusht. Nevermind! Shen und Rakan keine Ult. Ein Fuji. Oh. Aber. Jetzt einfach versuchen zu stehen, oder? Jo. Denke, was anderes habe ich nicht durch, aber keine Vision, kein gar nichts. Da sind wir nicht dran. Holy moly. Bin Flash. Ja, die sind auf jeden Fall jetzt dran. Ich glaube, das ist kein Problem. Do it. Ich bin raus. Oh fuck, ich wollte nicht alle vier, lol. Hä? Naja, warum ist das instant weg, das Spiel? Alter. Was hast du gemacht? Ja, normal, wenn man alle vier macht, kommt immer dieses Ding Alter, so. Ja, bei dem Play war das automatisch. Ja, wo musst du rendern? Nee, komm rein. Was? Nein, bist du rendern noch nicht? Du, ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Also, je länger das Game geht, desto mehr bestärkt ist, dass das Power of Evil ist. Ja, ja, ich weiß nicht so, der hat sich schon fast stehen noch, Leute. Game ist noch nicht lost. Das ist zu 100% Max auf Rek'Sai, Power of Evil auf Ahri. Allein die haben gestern LoL gespielt. Dann
das schreibt Max im Discord, warum spielen da eigentlich nur Spin-Stuff-Member mit? Als ob Max sich diese scheiß Georg Spandau abgucken würde. Ja, ist halt echt wow, so. Wow, das ist aber toxisch. Das beste Format auf Twitch, da sich nicht reinziehen oder was? Ah, ja, ich aber weiß nicht, er guckt so. Sich das so selber. Das hätten die uns wenigstens vorher sagen können, hätte ich nicht so eine Kacke gepickt. Ja, das, vielleicht ist das die Moral von der Geschichte. Ja, toll. Wenn ich denke, wir spielen gegen Silberspieler, denkst du, ich will da rüberrollen oder was? Ist ja auch langweilig. Nein, ja, nicht Silberspieler. Ja, laut. Okay. Wir haben jetzt ja, 3 Infernals, das ist nicht so schön. Wollen wir einfach hier in den Busch und eine schöne Bombo-Bombo? Habt ihr nicht pausiert? Nee. Ja, toll. Wir haben auch zu reden. Wir haben nicht mal pausiert. Okay, wollen wir hier. Hey, Rakan? Hä? Wollen wir das hier? Jo, ich bin raus. Ich bin one-shotted, ja. Leute. Ja, hier oben ist halt dieser Herald noch so ein bisschen, das ist so geil. Okay. Ja. Back here again. Kutscher, wir treffen erstmal noch ein paar Skillshots, okay? Du, warte mal. Ich bleib in der Base stehen. Ah, ich glaube, das ist ein Power-Feel. Das ist zu 100% Power-Feel. Ey, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Das ist mein. Also wirklich. Wer soll das sein? Egal welche Elo. Egal welche Elo und egal wie ich spiele. Nö. Niemals. Können die so. Du, ich rasiere mir den rechten Hoden ab, wenn das nicht Max ist auf Rek'Sai. Und, ich rasiere mir den rechten Hoden ab. Ja, eigentlich wollen die danach richtig wegzubringen. Die haben halt recht so. Ja, aber ich hätte lieber 2 Games richtig getryhardet. Ja, aber das ist ja nicht deren Schuld so, ne? Mit der Einstellung sollten wir ja eigentlich immer ran. Doch, weil die uns sagen, dass das Spin-Stuff-Member sind. Das ist halt dumm. Also, ich habe davon nichts gehört, dass das Spin-Stuff-Member sind. Jo, dann hieß das Discord. Das waren davor die Gegner. Da war's. Nein, hier steht, dass ESL-Qualifier ist ausgefallen. Ja. Deshalb spielen nur Spin-Stuff-Member mit. Ach, nur Spin-Stuff-Member. So, ja. Und wenn ich jetzt gegen irgendwelche Goldlappen spiele, dann pick ich halt nicht Rakan Xayah, aber ja, das langweilig wahrscheinlich war das einfach nur ein riesiger Troll von...